Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um was Leckeres, denn jawohl, der Thomas testet für euch. Denn der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Katjes hat einen extrem provokativen Werbespot rausgehauen. Und zwar, dass Kühe keine Milchmaschinen sind. Und ich finde, das passt ganz gut, weil, ja, meiner Meinung nach ist die Milchindustrie tatsächlich ein bisschen kritisch anzusehen, weil ich sehe das ja auch bei mir persönlich, dass Milch gekauft wird und dass Milch auch teilweise weggeschüttet wird. Einfach so. Und ich sag mal, Milch wächst ja nicht auf Bäumen, ne? Sondern in Kuhäutern sozusagen. Wir sind das einzige Säugetier, das fremde Milch trinkt. Das ist auch so ein Ding. Aber nichtsdestotrotz, ne? Katjes, die machen ja eh, also bei denen ist ja eh fast alles Veggie und Veggie. Und ja, da haben sie jetzt hier Schokjes rausgehauen. Ich zeige das mal, ne? So sieht es aus. Katjes Schokjes, ne? Und da steht dann drauf, die vegane Schock mit Haferdrink. Also man darf ja nicht Milch schreiben, deswegen schreibt man immer Haferdrink oder Reisdrink, ne? Weil das ja keine richtige Milch ist. Ich glaube, da hat die Milchindustrie geklagt gehabt und gewonnen oder die Regierung hatte wieder irgendwas dagegen. Jedenfalls, so sieht der Riegel aus, ne? Den gibt es einmal in Classic und einmal in Haselnuss, ne? Braun-weiß ist die Haselnuss, braun-weiß bin auch ich. Nee, wie war das denn noch? Schwarz-weiß ist die Haselnuss? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Braun-weiß, schwarz-weiß? Naja. Jedenfalls Haselnuss und Original. Und auf der anderen Seite sehen die halt so aus. Na, ich zeig das auch nochmal. Bisschen in die Kamera. Da stehen dann so ein paar Nährwerte drauf. Soll ich mal was vorlesen von den Nährwerten? Währenddessen hoffe ich, dass ich euch das Video hier oben zeige. Es sollte eigentlich kein Problem sein. Also, 100 Gramm enthalten 585 Kalorien oder 599 Kalorien bei der Haselnuss. Dann Fett sind da 40,2 und 43,2. Ungesättigte Fettsäuren, also hier 22,1, hier 19,5. Dann Zucker haben wir hier 41 und hier 35, wahrscheinlich weil die Nüsse dann nochmal ein bisschen was an Süße abgeben, ich weiß es nicht genau. Eiweiß 4,5 Gramm und 5,8 Gramm und Salz 0,21 und 0,18. Ja, bekommen tut ihr 50 Gramm, also jeweils pro Riegel 50 Gramm. Und was kostet das gute Stück? Also der Verkaufspreis ist 1,49 Euro. Ob man das jetzt ausgeben will oder nicht für Katjes Schokolade, ist halt so eine Sache. Ich denke mal, es gibt andere vegane Alternativen, wo ihr 100 Gramm bekommt für einen ähnlichen Preis oder ich sag mal für 50 Cent mehr. Es geht ja bloß darum, ne? Weil Katjes ja damit wirkt, ne? Cool ohne Kuh. Das steht hier da irgendwo, das steht da drauf, ne? Cool ohne Kuh. Und die provozieren ja auch damit, dass ihre Schokolade genauso gut ist, aber ohne Milch. So, und ich würde mal sagen, das Original probieren wir einfach mal. Und währenddessen läuft immer noch dieser Clip hier. Ich hoffe, ich habe den hier nochmal gezeigt. So. Also wir haben hier auch Alufolie. Ich weiß nicht, ja. Wenn man schon, sag ich mal, ein bisschen umweltbewusster ist und vegan und so, ob man die dann irgendwann mal ein bisschen besser einpacken kann. Auf jeden Fall sieht die schon mal ganz gut aus. Also sieht nach Milchschokolade aus, ne? Hier steht dann auch nochmal Katjes drin. Ich nehme das mal kurz raus hier, ne? Also wie gesagt, das ist in Alufolie eingepackt. Und Katjes hat euch hier einen schönen Liebesbrief geschrieben. Katjes schreibt hier sogar einen richtig fetten Liebesbrief. Und zwar Mission Grünohr. Unsere Katjes Nachhaltigkeitsmission. Um die Umwelt ein Stückchen besser zu machen, tun wir eine ganze Reihe kleiner und großer Dinge im Bereich Produkte, Umwelt und Soziales. Aus Überzeugung. So auch mit unserer Katjes Schokjes. Cool ohne Kuh. Gute Nachrichten für alle Trendsetter. Unsere Katjes Markenversprechen, alles Veggie, also die setzen wirklich auf alles Veggie, geht einen Schritt weiter. Denn unsere Schokjes ist vegan und kommt ganz ohne tierische Zutaten aus. Und den cremigen Milchcharakter zu erhalten, nutzen wir auf derselben Grundlage wie beim Haferdrink, super trendy, vegan, richtig lecker. Cool FSC, Kartonage und Papier. Aha, jetzt geht's hier. Juhu, 100% unserer Katjes-Kartons und die Papierumverpackung, also das hier, Papierumverpackung der Schokjes sind aus FSC-zertifizierten Material.
Bei den dafür verwendeten Materialien wird gewährleistet, dass Mensch und Natur fair und verantwortungsvoll behandelt werden. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit findest du auf unserer Internetseite www.missiongrünohr.de. Dein Katjes. Also, das steht jetzt nicht, da steht nur Katjes, aber ich sag mal so, dein Katjes, weil es ja ein Liebesbrief ist in dem Sinne. So. Ist es ein Liebesbrief? Weiß ich auch nicht. So, dann gucken wir uns hier nochmal die Schokolade an. Ja, die ist auch so unterteilt. Und ich probiere jetzt mal die Schokolade. Ich probiere so einen Doppelriegel. Also, ich muss sagen, sieht echt gut aus, ne? Und. Sehr süß, ist ja Schokolade eh immer, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da keine Milch drin ist, würde ich sagen, es ist normale Schokolade. Allerdings keine Milka oder so, ne? Also die zerbröckelt im Mund, also schmeckt nach Schokolade, ne? Also hat auch die Konsistenz von Schokolade, aber vielleicht ein bisschen weicher als normale Milchschokolade. Aber schmeckt gut. Bin sehr überrascht. Also Hafermilch, also da ist der Haferdrink drin. Und die ist sehr lecker. Also muss sagen, ja, kann machen. Ich mache jetzt mal die schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. So, hier seht ihr die. Ne, mit lecker Haselnussstückchen drin. So. Und da werde ich jetzt mal auch hier von der anderen Seite so. Doch. Also, dafür, dass sie vegan ist. Und die schmeckt wirklich gut. Also, der Nussgeschmack überwiegt. Ne? Also, die Schokolade geht in den Hintergrund. Hier steht nochmal dasselbe in grün. Dasselbe in grün sozusagen. Ich muss sagen, das kann man machen. Ist es jetzt 1,49 wert? Wahrscheinlich schon. Also, wenn die Produzenten, die Lieferanten, das Papier, ne, alles gut und fair behandelt wird, sollte man durchaus dann mal auf die 1,49 zugreifen. Und ich sag mal 50 Gramm, ne, macht auch satt. Ne? Ja. Ich muss sagen, Daumen hoch für Katjes. Und der Clip, ich finde ihn gut. Man muss auch mal darauf aufmerksam machen, ne? Gerade wenn jetzt auch die Milchbauern aufschreien, oh, wir behandeln unsere Kühe nicht schlecht. Sagt ja auch keiner. Aber im Grunde genommen tut ihr das ja. Die Kuh geht raus, ne? Kuh wird reingeführt, Milch gemolken. Ich weiß nicht, ob das morgens oder abends ist. Müsste man sich mal erkundigen. Aber auf jeden Fall wird die ja bestimmt täglich gemolken. Ne? Und dann ist ja quasi eine Melkmaschine. Ist ja nicht von Natur aus gegeben, dass sie jeden Tag dir x Liter Milch gibt. Ne? Ich glaube, so eine kleine Kuh, die bräuchte das wahrscheinlich eh gar nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sag mal, 1,49 ist eine nette Alternative, wenn ihr was bewegen wollt. Es gibt bestimmt noch andere Schokoladen, aber das ist jetzt gerade so im Thema gewesen. Mich hat es interessiert, ob wie das schmeckt, ob es wirklich gut ist. Und ich muss sagen, Katja hat einen guten Job geliefert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, gern geschehen.